Man wolle nicht kleckern, sondern klotzen bei den Nothilfen für die Unternehmen, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag. Das Klotzen wird den Staat im Lockdown-Monat November bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Damit wird den betroffenen Betrieben und Solo-Selbstständigen unter die Arme gegriffen. Außerdem sollen die bisherigen Überbrückungshilfen verlängert und der KfW-Schnellkredit angepasst werden. Wir haben eine bewilligte Neuverschuldung für dieses Jahr von 218 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr sind es 100, wahrscheinlich eher 120 Milliarden. Jetzt schon, Stand jetzt. Mal gucken, was da noch kommt. Aber es wird natürlich immer, immer teurer. Und je länger diese Pandemie, je länger diese Wirtschaftskrise dauert und je schleppender die Erholung natürlich vonstatten gehen wird, desto teurer wird es leider werden. Man solle sich nichts vormachen, das Vorkrisenniveau werde man erst wieder 2022 erreichen, so Altmaier. Und Finanzminister Scholz sagte, der Monat November sei der Monat der Wahrheit. Unsere Themen heute: Wie die Börse jetzt schon wieder in Krisenstimmung ist, die EZB holt neue Maßnahmen aus dem Hut und wir haben zwei Top-Empfehlungen, die Allianz und SAP. Das alles bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Sind es nur starke Rücksetzer oder kommt der nächste große Börsencrash? Auf Wochensicht verlor der DAX jedenfalls gut 1000 Punkte, so tief tendierte er zuletzt im Mai. Ehrlich gesagt habe ich im Moment noch nicht so das Gefühl, dass das wirklich ein neuer Crash wird. Das ist aber jetzt rein Bauchgefühl, ehrlich gesagt, und gar nicht so zahlenbasiert. Ich denke, es ist einfach insgesamt extrem viel Unsicherheit am Markt. Wir schauen gleich auf die EZB. Die will ihre Geldpolitik noch weiter lockern. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen bequem von zu Hause oder dem Büro aus verbessern wollt, dann nutzt doch einfach die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 18. November, 1. Dezember und 16. Dezember jeweils um 19 Uhr. Ein exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf den kommenden Börsenmonat und stellt einige Strategien vor. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Das war erwartet worden. Die EZB hat auf ihrer Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt beschlossen, dass der Leitzins bei 0 und der Einlagenzins bei 0,5% bleiben. Neu ist aber, so Christine Lagarde, dass die EZB nachlegen will. Sie machte in ihrem Statement deutlich, dass die EZB im Dezember wahrscheinlich ihre Geldschleusen noch einmal weiter aufmachen wird. Sie verweist dabei auf die gestiegenen Risiken für die Wirtschaft. Diese Ankündigung hatte auch sofort Auswirkungen auf die Finanzmärkte und ließ den DAX von seinem Tagestief hier um 14.42 Uhr ins Plus drehen. Geht das Gelddrucken jetzt erst recht weiter? Ehrlich gesagt befürchte ich, dass das weitergehen wird und dass das einfach auch gebraucht wird, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, damit wir nicht komplett vor die Wand fahren. Ob das langfristig gesund ist, wird sich dann allerdings zeigen, weil irgendjemand muss die Rechnung irgendwann ja auch mal bezahlen und die Rechnung wird immer größer. Die Notenbankbilanzen sind ja sowieso gigantisch aufgebläht, noch aus der Zeit ja der Finanzkrise und jetzt geht's gleich mit der nächsten Krise weiter. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Ja, am Montag war es ein rabenschwarzer Tag für SAP. Das Softwareunternehmen wurde von den Investoren regelrecht in den Boden gestampft, minus 20% zeitweise. Grund hierfür waren die schwächer ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal, insbesondere aber die erneut gekappte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier trotzdem eine Longchance. Es muss eine Einstiegsvoraussetzung für einen potenziellen Long-Einstieg in der arg gebeutelten SAP-Aktie definiert werden. Nach technischen Maßstäben wird eine Erholungsbewegung in Richtung 111,17 Euro erst über einem Niveau von mindestens 104 Euro wahrscheinlich. Notierungen darunter sind tendenziell noch als schwach zu bewerten. Weitere Abschläge könnten jederzeit einsetzen. Gelingt es, die erste Zielmarke zu überwinden, könnte sich sogar eine Ausdehnung an 114,65 Euro einstellen.
Bei der Allianz wurde der letzte große Kursverfall, ausgelöst durch die Corona-Krise im März, auskonsolidiert. Nach den Sommermonaten stellte sich eine erneute Korrektur ein. Diese reichte bislang auf 159,72 Euro und eine dort verlaufende untergeordnete Unterstützung abwärts. Allerdings scheint dieses Niveau für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen. Deshalb sehen die Analysten hier eine Short-Chance. Die Chancen auf eine Korrekturfortsetzung steigen momentan. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswerts ist stets erforderlich. Die Volatilität an den Märkten ist vergleichsweise hoch und wird von kurzfristigen Nachrichten stark beeinflusst. Eine merkliche Entspannung dürfte sich allerdings erst oberhalb von grob 170 Euro einstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.